Abstiegskracher im Sportpark Nord. Der VfB Homberg ist zu Gast beim Bonner SC am 39. Spieltag. Und der BSC muss einmal wechseln im Vergleich zum Auswärtssieg in Strahlen. Der gelb gesperrte Rudi González wird durch Daniel Schaal ersetzt. Und bitte anschnallen, diese drei Minuten haben es mal richtig in sich. Siebte Minute, die erste Möglichkeit für die Bonner. Toller Pass von Milojevic auf Daniel Sumor. Und Gutkowski muss zum ersten Mal ran und der wird direkt nochmal gefordert. Eine Minute später, das ist Takahara. Guter Beginn von Bonn, der hier noch nicht beendet war. Denn nochmal kam Dario Schumacher, der sucht im Zentrum Daniel Sumor. Und der, wie wir ihn kennen, mit dem Fallrückzieher. Aber da war dann zu wenig Wumms hinter, um Gutkowski hier zu beeindrucken. Erste Möglichkeit für Homberg dann nach einer knappen Viertelstunde. Und es gab noch eine Ecke hinterher und die schauen wir uns an, denn die wird gefährlich. 0:1 Kopfball durch Cottrell Ezequim und die Führung so ein bisschen aus dem Nichts für die Gäste. Da steigt der Mann mit der 25 einfach am höchsten, nichts zu machen für Dautzenberg. Nur eine Minute später, wir sind immer noch in der Anfangsphase. Erit aus 30 Metern einfach mal drauf und der war nicht ungefährlich. Glück für Homberg, dass der Ball dann nicht zu Sumor zurückkommt. 20 Minuten lang flachte das Spiel dann ein bisschen ab, bis Erit die nächste Chance bekam. Und wieder ist ein Fuß dazwischen. Die Offensivleistung der Rheinlöwen an diesem Samstag aber definitiv erfrischend. Eine Aktion gab es noch vor der Halbzeit. Ball kommt hier zu dem starken Erit. Das ist Kaiser und die Flanke landet punktgenau auf dem Kopf von Dario Schumacher. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gleichen die Bonner aus, psychologisch ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Sechstes Saisontor für den Kapitän. Nichts zu machen für Lukowski. Wir gehen in die zweite Hälfte. Langer Pass von Bilogrewitsch und der kommt irgendwie durch. Und Kaiser hat die Schnelligkeit, geht vorbei am Torwart und schiebt ihn dann ins leere Tor rein. 2:1, Bonn dreht die Partie. Und schaut euch an, wie viel Laster von dem Team wieder fällt. Wieder Kaiser schon in Strahlen getroffen. Hier klasse durchgesetzt, vorbeigegangen und das 2:1 locker gemacht. Aber die Schlussphase wurde alles andere als locker. Pfosten und dann auf der Linie Sumor, der eine Minute später direkt auf der anderen Seite in Erscheinung trat. Super Flugkopfball, aber noch besser die Parade von Gutkowski, der den VfB hier vor Schlimmerem bewahrte. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Und Homberg kam nochmal mit diesem Schuss von Hirschberg und auf der Linie David Winke. Nochmal die Flanke ins Zentrum, noch ein Kopfball und dann die Ecke. Und auch die wurde nochmal gefährlich. Da ist Danny Rankel und der kommt gleich nochmal an den Ball. Hier Dautzenberg mit dem Fuß und Bilogrewitsch nochmal auf der Linie. Drei Rettungsaktionen kurz vorm Einschlag und Bonn zittert sich zu ganz, ganz wichtigen drei Punkten.